Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute probieren wir mal ein weiteres Kapitel in der Reihe Gesicht und Figur. Und zwar habt ihr mich gefragt, ganz oft sogar, nachdem ich das letzte Mal das Gesicht aus zwei einfachen Kugeln zusammengebastelt habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ansonsten habe ich euch das Video oben rechts verlinkt. Und da kam natürlich sofort die Frage, ist eigentlich auch klar, hör mal, das ist ja schön, wenn ich das jetzt von vorne kann, aber wie sieht das eigentlich von der Seite aus? Schräg von oben, schräg von unten und so weiter. Habe ich mir überlegt, kann man das ähnlich machen? Und die Antwort ist ja, es geht. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, wir fangen wieder mit einer Kugel an, vernachlässigen jetzt mal die untere Seite des Gesichts, also den Mund zunächst. Und in dieser Kugel haben wir bekanntlich hier etwa die Augen und hier irgendwo die Nase. Und dann setzen wir später an die Kugel so ein Dreieck dran, wo wir dann den Mund einsetzen. So, das ist der Weg 1. Und der Trick dabei ist, dass man diese Kugel jetzt drehen kann. Also wenn ich hier die Mittellinie ursprünglich habe und drehe die Kugel jetzt nach rechts rüber, dann wandert diese Mittellinie natürlich nach rechts, genauso wie die ganze Kugel. Und sie krümmt sich jetzt wie so ein Äquator um die Kugel herum. Da hinten geht es natürlich weiter, das sieht man aber nicht. Und wenn ich sie einfach nur nach rechts drehe, die Kugel, also da hinüber, dann bleibt diese andere Linie, die sozusagen die Augen darstellt, bleibt gerade. So, und jetzt kann ich meine Schatten wieder an die entsprechenden Stellen setzen, nämlich diesmal hierhin und dorthin. Und ihr seht schon, wie jetzt der Kollege plötzlich hier nach rechts guckt. Interessant, ne? Also eigentlich ist es so, dass ich diesen Äquator jetzt überall hin wandern lassen kann, wo immer ich möchte. Nicht nur nach rechts natürlich, sondern genauso gut nach links etc. etc. Und jedes Mal wandern die Augen rechts oder links herüber, ganz von alleine. Ich muss sie nur links und rechts von der Mittellinie setzen. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, die hierbei wichtig ist, das vordere Auge wird immer größer und das hintere Auge wird immer kleiner. Ist eigentlich auch klar, ihr seht es ja, das vordere Auge dreht sich jetzt zu mir. So sind sie beide gleich weit entfernt und hier dreht sich das vordere Auge zu mir hin, von da hinten. Und das hintere Auge dreht sich von mir weg und wird dadurch kleiner. Heißt in unserem einfachen Modell, der Schatten wird kleiner und der Schatten wird größer. Und die Nase bleibt, wo sie ist, nämlich hier vorne. Etwa an dieser Stelle. So, nichts hat sich verändert, außer dass der Kollege jetzt nach rechts schaut. Etwas komplexer wird die Geschichte, wenn ich ihn jetzt nach oben rechts gucken lasse oder machen wir die Abwechslung mal nach oben links. Also ich habe wieder meine Kugel hier und jetzt guckt er nach oben. Das heißt, die Augen wandern hier nach oben. Da hinten geht es hinter der Kugel weiter rum, ist also auch ein Äquator. Also wenn ich jetzt nur einfach nach oben gucken würde, hier hoch, dann würde die Mittellinie die gleiche bleiben, so. Und die beiden Augen würden einfach nur nach oben wandern. Und weil ich ein bisschen von unten in die Augenhöhlen reingucken kann jetzt, werden die Schatten etwas länger. Das gleiche funktioniert auch nach unten. Das heißt, mein Äquator guckt jetzt nach unten. Hier ist die Linie, hier ist wieder die Mittellinie. Und die beiden Augen sind jetzt natürlich unter den Augenbrauen verborgen, werden also etwas schmaler, etwas kleiner, nicht mehr ganz so deutlich wie oben. Aber ihr seht schon, zack, guckt er nach unten. Total einfach, also ganz, ganz, ganz simpel im Grunde, ja. Ganz extrem wird es natürlich, wenn ich jetzt sage, und jetzt lasse ich ihn mal nach oben rechts gucken. Also ihr guckt wieder nach rechts, der Äquator dreht sich hier nach rechts. Und der geht auch nach oben, weil er guckt, soll jetzt nach oben gucken. Das heißt, es wird eine Runde, die auch da hinten am Ball weitergeht. So, und ihr seht schon, kleines Auge, großes Auge und schon guckt der Kollege hoch. Und die Nase wandert jetzt natürlich auch ein bisschen hoch.
mit dem ganzen Rest. Das heißt, wenn man sich hier einen zweiten Äquator vorstellt, dann ist die Nase von da unten, vom Rand des Kreises, jetzt plötzlich hier hochgewandert. Warum ist das so? Naja, klar, weil der ganze Kerl seinen Kopf nach oben genommen hat. Es gibt aber noch ein anderes Modell, deswegen habe ich hier die zweite Hälfte freigelassen. Ein anderes Modell, und das ist das Maskenmodell. In dem Fall stellen wir uns einfach nur vor, wie es wäre, wenn das Gesicht auf ein gekrümmtes Blatt Papier gemalt wäre. Wir nehmen also ein Blatt Papier und wir krümmen es so, dass es also durchgebogen ist. Und jetzt teilen wir das ungefähr nach den Proportionen des Gesichtes auf. Das heißt, hier würde ungefähr das Auge sitzen, hier würde ungefähr die Nase sitzen und hier in der Hälfte würde ungefähr der Mund sitzen. Wie gesagt, das ist jetzt nur ungefähr. Es geht hier ums Prinzip und nicht darum, ob das jetzt hundertprozentig richtig ist. So. Jetzt kann ich auch dieses Papier wieder zum Beispiel nach unten sehen lassen. Dabei muss ich die Perspektive beachten. Nach unten wird das alles kleiner. Das heißt, der Bogen hier oben ist relativ groß, der Bogen hier unten ist übertrieben klein. Und jetzt muss ich meine Mittelachse wieder einzeichnen. Die befindet sich ungefähr hier. Jetzt kann ich hier wieder meine Augen einzeichnen, die Nase, den Mund. So, ich gucke nicht mehr so stark unter die Nase drunter. Logisch, weil jetzt schaue ich ja drauf. Das heißt, dieser Schatten hier, der wird hier unten nicht so stark sichtbar sein. Und der Mund rutscht etwas näher an die Nase heran. Denn dieser Abstand hier verringert sich dadurch, dass die Nasenspitze jetzt auf den Mund zuläuft. Das kann ich hier noch ein bisschen verfeinern. Aber ihr seht schon, dadurch, dass ich die ganze Geschichte jetzt nach unten gebogen habe, alles unten kleiner mache automatisch, habe ich eine wunderbare Vereinfachung durch mein Blatt Papier hier. Das kann ich natürlich auch nach oben bewegen. Das mache ich jetzt mal etwas größer hier auf der Seite. Vielleicht lasse ich mal in die andere Richtung schauen. Hier ist das Blatt Papier, die Krümmung. Ich gucke jetzt von unten rein. Hier ist meine Mittelachse. Also nicht von oben drauf, sondern von unten rein. Das heißt, dementsprechend verjüngt es sich nach oben, weil es ja hier weiter weg ist. So, und jetzt wird es extrem. Hier oben meine Augen, hier meine Nase, hier mein Mund. Der ganze Kinnbereich wird jetzt größer, der ganze Stirnbereich wird im Verhältnis kleiner. Ich sehe jetzt unter die Augen drunter, in die Augenhöhlen rein, wie vorhin bei dieser Kugel hier. Das heißt, mein Schatten wird deutlich größer. Der linke auch, weil ich in die Augenhöhle hineinschaue. Und ich sehe auch in die Oberlippe herein. Von der Unterlippe sehe ich nicht so viel. Das heißt, auch das hier wird größer. So, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen Schatten reinbauen. Hier sehe ich meinen Mund. Ganz einfach, stark vereinfacht alles nur. Aber das sind die beiden Modelle, die ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt also tatsächlich einfach ein Blatt Papier nehmen. Ihr könnt das sogar aufmalen, wenn es euch leichter fällt. Könnt es hin und her kippen und habt eine wunderbare, einfache Vorstellung, wie und wo ihr eure Nase und eure Augen anbringen müsst. Und ich würde sagen, macht das so viel wie möglich, macht das so oft wie möglich. Beide Modelle, wenn euch irgendetwas komisch vorkommt, dann überlegt euch, warum das so ist. Es ist natürlich auch so, dass ihr theoretisch auch mit den Ohren hier schon anfangen könnt. Auch die Ohren sitzen natürlich hier genau auf der Seite. Das heißt, wenn ich meine Kugel drehe, da dreht sich auch das Ohr mir entgegen. Das heißt, die fangen dann an, zum Beispiel hier zu sitzen. Dahinter kommt noch Kopf. Also auch das kann ich natürlich berücksichtigen, je nachdem, wie weit ich hier bin. Aber wir werden es gleich nochmal üben an einem konkreten Beispiel. Anfangen würde ich immer damit, das hier aus der Fantasie heraus zu machen. Ganz einfach Schatten drunter setzen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Kinn schon ansetzen. Wie gesagt, das ist so ein Keil hier. Das könnt ihr schon ansetzen. Ohr sitzt immer, hatte ich ja schon beim ersten Teil gesagt, zwischen den Augenbrauen und der Nasenspitze. Daran ändert sich nichts, auch wenn ihr verschiedene Modelle hier jetzt benutzt. Aber ihr seht schon, wenn ihr das Kinn jetzt unten ansetzt, kriegt ihr relativ schnell einen ganz, ganz guten Kopf hin, ohne dass ihr jetzt viel üben müsst. Nur immer klein-groß beachten und die Äquatorlinien einzeichnen. Das war's
erstmal für den Anfang. So, jetzt mal ganz simpel das Modell erklärt in einem Beispiel. Erstmal ein Typ, der runterguckt und dann eine Frau, die nach oben guckt. Und in beiden Fällen seht ihr, dass das Gesicht natürlich dabei auch gedreht ist. Versucht es wirklich einfach so simpel wie vorhin beschrieben in der Aufwärmübung. Macht einen Kreis. Haare und so weiter müsst ihr euch im Moment noch keine Gedanken drum machen. Nehmt ungefähr die Augenlinie ab, die ihr bei ihm hier glaubt zu sehen. Also wenn ich jetzt die Mittelachse ungefähr einzeichne, die läuft ja hier etwa, hier. Auch dann seht ihr, dass die Nasenspitze dort herausragt. Logisch, die zeigt ja nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt ungefähr hier meine Mittelachse einzeichne, da, dann ragt die Nase hier nach vorne. Und dann da unten, unterhalb der Nase, setzen wir wieder unser Kinn an, unseren Keil, der ungefähr so hier drin steht. Kleines Auge, großes Auge. Übrigens ragen jetzt auch die Augenbrauen nach vorne, das sieht man hier, ja. Und auf der anderen Seite das Auge hier oben. Und jetzt nur noch hier unten den Mund in euer kleinen Keil hier einzeichnen. Der läuft einmal hier, kann man abmessen, ungefähr bis ins Ende dieses Auges, also bis hier rüber, so, öffnet sich da und darunter seht ihr die Lippe. Dann haben wir hier etwas Dunkelheit, hier drunter auch etwas Schatten und müssen jetzt natürlich auch, damit man sich orientieren kann, diese Jackenrand und den Kragen hier einzeichnen. Das machen wir auch. Ja, jetzt merkt ihr schon, jetzt kann man auch relativ einfach die anderen Linien einzeichnen, also diese Lachlinie hier und vielleicht schon ein bisschen den Bartschatten und kann dann hier hinten herum oben das Ohr ansetzen. Das Ohr, wenn man das einfach mal sich wieder auf einer Rundung vorstellt, setzt das Ohr hier hinten ziemlich genau an, ragt noch etwas drüber hinaus, sehen wir am Vorbild. Und wenn man die Nasenrundung auch fortführt, dann hört es hier eben am Ende der Nase wieder auf. Und dann könnt ihr ungefähr da anfangen mit den Haaren. Ich mache das jetzt nur ein bisschen schnell, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit damit verbringen will, Haare zu zeichnen. Läuft ein ordentlicher Schatten unter dem Auge. Hier in der Ecke ist das auch dunkel, hier unter der Backe auch, sodass die Nase richtig schön hier vorkommt. Also da braucht man schon ein bisschen Dunkelheit, damit die Nase ordentlich nach vorne kommt. Immer denken, das muss immer auf diesen gedachten Äquatoren sitzen. Ihr seht, mit relativ einfachen Mitteln haben wir jetzt einen ganz guten Kopf, der gleichzeitig nach unten und zur Seite guckt. Also wirklich ein schickes und richtiges perspektivisches Teil. Wir haben das also jetzt einmal mit dem Kreismodell gemacht. Wir gehen jetzt drüben einmal an eine junge Dame. Hier ist sie. Und die modellieren wir jetzt mit dem zweiten Modell, was wir gelernt haben, nämlich das Thema Papier. Ich brauche also den Winkel, den sie hier hat. Der ist ungefähr so. Ich lege hier unten mein Papier herum, das ist also gedacht diese Linie hier und oben auch und dann teile ich das ein. Wir können also sagen, dass diese ganze Geschichte mit dem Mund bis zur Nase, wenn ich die Kinnlinie, ist ungefähr ja fast die Hälfte schon, also da, von da nach da. Das heißt, ich kann das wirklich sagen, hier bis hierher ist Mund und Nase. Die Mittellinie geht tatsächlich hier durch und der ganze Rest ist vorne. Das heißt, ich kann das ein bisschen breiter noch aufhalten. Das wäre jetzt also hier ungefähr die Nase. Und dann kommen direkt, ihr seht, da ist fast überhaupt kein Abstand mehr, kommen direkt die Augen. Auch ganz wichtig, die Krümmung nicht vergessen. Und dann hier oben einmal auch die Krümmung nicht vergessen. Das bildet die Stirn. So könnt ihr euch also wieder vorstellen,
sieht euer Gesicht ungefähr aus. Das müsst ihr euch also einmal nachvollziehen. Und ihr seht, dass alles hier in diesem Gesicht im Grunde dieser Rundung hier folgt. Ich kann also ruhig auch die Rundung hier unten nochmal aufsetzen. Das wäre dann quasi der Mund unter der Nase. Im Gegensatz zu unserer Pappfigur, die ich hier habe, gibt es jetzt hier links natürlich ganz krasse Einbuchtungen, die von der Augenhöhle kommen. Dann muss man hier unten das Kinn verstehen. Die Mittelachse, die ich hier habe, die läuft jetzt hier krass in diese Richtung auf den Hals zu und dann hier runter auf dem Hals. Also im Prinzip könnt ihr es euch so vorstellen, hier, dann hier hinein, nach innen und dann hier auf der Mitte des Halses, das ist ungefähr hier, ihr seht die eine Sehne hier, auf der Mitte des Halses wieder runter. Also das ist das, was wir hier mit symbolisieren. Hier ist die Rotzrinne, die kommt uns entgegen, wird etwas breiter nach unten und da liegt dann die Lippe. Wir sehen ganz, ganz viel von der Oberlippe und relativ wenig von der Unterlippe. Und wir sehen auf der uns entgegenreichenden Seite mehr vom Mund, also hier auf dieser linken Seite, als auf der rechten Seite. Warum? Groß, klein und außerdem von uns weggewölbt. Deswegen diese Wölbung immer so wichtig hier. So, und die Wölbung ändert sich natürlich, logisch, und deswegen das gebogene Papier als Hilfsmittel. Die Wölbung ändert sich natürlich, je nachdem, wie weit die Dame ihren Kopf dreht. Auch die beiden Nasenlöcher sitzen auf dieser Wölbung, auch die Nasenspitze, alles wölbt sich in die gleiche Richtung. Also hier, 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 diese Linien sind alle parallel. Das ist also das Prinzip. Ich male das jetzt zu Ende. So, das war im Grunde die Lektion. Zwei Gesichter, Nummer 1 mit der Kugeltechnik, Nummer 2 mit der Technik gebogenes Blatt Papier. Das reicht in jedem Fall, um die Gesichter proportional richtig aufzutragen auf diese Oberflächen. Natürlich Licht und Schatten und das Durchmodellieren und das immer wieder nachmessen zum Original, das bleibt euch nicht erspart. Das müsst ihr auch in diesem Fall machen, aber ihr könnt auf die Weise wenigstens sagen, dass ihr eine gute Möglichkeit habt, gefunden habt für euch, je nachdem, welche der beiden Techniken euch besser gefällt. Um fast alle möglichen Verrenkungen des Gesichtes in diesen beiden Techniken darzustellen. Sucht euch was aus, probiert es aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Artist Travel und seine linke Hand. Dankeschön und tschüss.